Tja, also ein satt dunkelgrüner Rasen ist das nicht. Hallo, liebe Rasenfreaks. Dieses Video ist nur für starke Nerven. Denn der Rasenfreak ist sauer. Seine Fläche ist die schlechteste Fläche auf dem ganzen Planeten. Ist der Ansatz mit dieser geringen Stickstoffdüngung wirklich der richtige? Ist dieses Jahr etwas ganz Besonderes? Haben wir extreme Verhältnisse? Es soll ja gerade normal sein. Es soll ja gerade bei vielen so sein, dass gerade die Poa extrem blüht, extrem viele Stängel raushaut. Ich habe nur braune Bereiche, wo nur noch die gelblich-weißlichen Stängel mit den Blüten dranhängen. Es wird weniger, aber die Fläche hat so darunter gelitten. Gut, wir werden jetzt lüften, dann werden wir nochmal alles abmähen und dann werde ich düngen. Ich habe ein bisschen zu wenig gedüngt vielleicht, die zweite Düngung, die ist schon ja drauf vor einem Monat. Da waren es nicht 30 Gramm pro Quadratmeter, sondern nur 25 Gramm. Jetzt will ich das wieder ein bisschen kompensieren und nochmal ein bisschen einen kleinen Stoß jetzt geben, aber mit 909. Das ist der C-Nymph CG 909. Der CG hat das Düngerkorn ummantelt mit der Meeresalge, mit der Knotenalge. C-Nymph CG 909. 9% Stickstoff, 0% Phosphor, 9% Kalium, 9% Stickstoff. Früher habe ich 25% Stickstoff draufgehauen. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Gut, ich habe schon telefoniert mit Grasshopper und die sagen, ja, das ist normal. Alle Flächen sehen so aus, die jetzt so nachhaltig gepflegt werden. Das dauert eben 2-3 Jahre. Halte ich das aus? Viel Spaß mit dem Video. So entstehen die perfekten Streifen. Yeah! Oh, sieht das alles übel aus. Hier, das ist einer meiner schlimmsten Stellen hier. Einer meiner schlimmsten Stellen. Das ist völlig braun, das Gras. Einmal natürlich durch den Düngermangel, dann durch 2 Monate Trockenheit. Also, sowas habe ich noch nicht gehabt. So ein Wahnsinn. Guck dir das an. Er kriegt das auch gar nicht richtig hochgezogen. Seht an und weint. Man darf den Spaß nicht verlieren. Das Schöne ist ja, man kann es auch wieder verändern. Es ist ja nicht konstant. Es ist ja nicht wie ein kaputtes Spielzeug, was nicht mehr zu reparieren ist. Ne? Es gibt ja Möglichkeiten, diese Fläche wieder zu verändern. Düngen, die Grassorten verändern, die Poa weiterhin bekämpfen. Ein langwieriger Prozess. Also, und das ist genau der springende Punkt. Also man kommt immer wieder in solche Phasen rein, wo man wirklich, wirklich den Frust kriegt. Und da muss man echt aufpassen, dass man daraus sich wieder rauszieht aus dieser negativen Phase und eben sich überlegt, ne, Lösungen sucht, ne, lösungsorientiert denkt, was kann ich jetzt tun, um es zu verändern? Was sind die Gründe auch natürlich für solche Zustände? Kann ich selber beeinflussen überhaupt oder ist es einfach auch eine Konsequenz aus der Strategie, die man entwickelt hat? Und die Strategie ist ja wenig Stickstoff, wenig Wasser,
die Poa aushungern lassen. Und die Poa wehrt sich mit Blüte, mit Stress und versucht natürlich, sich zu retten, zu überleben. Und das dauert lange, bis dann irgendwie wieder sich jetzt so eine Situation einpendelt, wo man wieder zufrieden ist. Man kann die Sache aber auch natürlich anders lösen. Man kann natürlich sehr viel mehr Stickstoff düngen. Das funktioniert. Ne? 20 bis 30 Gramm, 35 Gramm Stickstoff pro Jahr, pro Quadratmeter auf die Fläche, sieht das schon ganz anders aus. Und es gibt viele, die sagen, ja, das ist die einzig richtige Lösung. Dann hat die Poa keinen Stress. Dann muss man die Poa aber auch mögen. Dann muss man das helle Gras auch mögen. Man kann auch ein helles Gras sehen, das nicht ständig blüht, wie zum Beispiel die Supina. Kann man machen. 40 Gramm Stickstoff pro Quadratmeter pro Jahr. Fast jeden Tag wässern, total flachwurzelnd. Da widerspricht mir jetzt der eine oder andere. Ja, schreibt ruhig, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Aber das wollen wir hier nicht. Wir wollen nachhaltiger werden. Wir wollen weniger düngen. Wir wollen auch an die Umwelt denken. Mir sagte gerade Christian von Grasshopper, das kann zwei, drei Jahre dauern. Zwei, drei Jahre. Wir haben letztes Jahr angefangen, mit der organischen Düngung die Stickstoffmenge stark zu reduzieren. Ist jetzt hier tatsächlich eine Extremsituation entstanden, die sich aber auch wieder ändern wird. Ja, also, ne, wenn es immer perfekt wäre, wäre es langweilig. Es möchte natürlich, es soll natürlich immer perfekt sein. Man soll sich natürlich jeden Tag freuen dürfen über seine Rasenfläche. Das möchte ich auch gerne, da möchte ich auch gerne hinkommen. Aber dieser Zeit leiden ist schon heftig. Ich mache jetzt weiter. Ich habe mit dieser Düngung dann insgesamt nur 9 Gramm Stickstoff bis jetzt pro Quadratmeter auf die Fläche gestreut. Also das ist wirklich wenig. 30 Gramm pro Quadratmeter soll ich heute streuen. 9% hat der Dünger Stickstoff. 3 mal 9 sind 27, also das sind 2,7 Gramm, die heute an reinem Stickstoff in den verschiedenen natürlich Stickstoffformen auf die Fläche kommt. Das ist schon echt wenig. So, ab geht's. Yeah! Rasenfreaks. Wir stressen die Poa durch ganz wenig Stickstoff und auch jetzt durch den starken Wassermangel im Frühjahr. Und was tut die Poa? Die Poa blüht wie doof. Sie blüht wie doof. So, und nun habe ich diese Blüte auf der ganzen Fläche und Tausende, Zehntausende, Millionen von Früchten sind ausgestreut durch die ganze Poa-Blüte. Wie will man dann die Poa loswerden? Denn diese Früchte fallen auch in die Lücken rein, in die Fläche wieder rein. Wenn man jetzt noch nachsehen würde, was ich ja vorhabe, im Juni, jetzt also Anfang Juni, nachzusehen nach der Blüte, dann ziehe ich wieder schöne Furcht mit meinem Vertikutierer in die Fläche rein, um da natürlich die Nachsaat rein zu streuen. Oder auch rein zu bürsten. Aber damit bürste ich natürlich auch die ganzen Poa-Früchte in diese Furchen, in diese Schlitzereien. Und dann fängt die auch wieder an zu wachsen. Und dann gibt es natürlich einen Konkurrenzkampf. Also ich durchschaue das ganze Thema noch nicht.
Klar, wenn man natürlich jetzt hier bei diesem Ansatz bleibt, mit wenig Stickstoff und wenig Wasser, dann wachsen natürlich andere Gräser besser, also wie zum Beispiel die Festuca, der Rotschwingel. Der mag das, der hält das aus und der sollte natürlich sich dann durchsetzen. Aber dafür muss er ja auch da sein. Ist zwar in unserer Rasenmischung drin, die wir mal verwendet haben, aber er muss sich durchsetzen, er muss ja dominieren und die Poa muss immer nur kränkeln. Und das, ja, das verstehe ich, das würde ich verstehen als Ansatz. Aber jetzt zum Beispiel den Ansatz, jetzt eine Pratensis oder eine Agrostis hier zu etablieren, also Agrostis capillaris zum Beispiel, die brauchen auch wieder mehr Stickstoff. Und dann fühlt sich die Poa auch wieder wohler. Und geregnet hat es auch. Geregnet hat es auch. Kannst gar nichts machen. Und regnen tut es natürlich auch, ne? Gegen den Regen oder diesen Wassermangel, den man ja dann irgendwie auch erzeugen möchte. Den kann man nur dann erzeugen, wenn es eigentlich nie regnet. Aber es regnet gerade ganz viel in den letzten Wochen. Und weil. Naja, doch schon. Also, nein, nicht Wochen. Na doch. Doch. Es hat eine ganze Menge jetzt geregnet. Und das Wetter bleibt auch relativ unbeständig, was ja eigentlich gut ist für die Pflanzen, für die Natur. Aber für die Poa auch wieder. Und das kann man ja gar nicht so richtig beeinflussen. Kann man, also eigentlich geht es dann nur noch um den Stickstoff. Und das ist eben, dann hat man eben so ein Bild. So ein kränkliges Rasenbild mit den toten Poa-Flecken überall. Auch das andere Gras ist nicht besonders dunkel, nicht besonders grün, weil es natürlich auch Mangelerscheinungen hat. Die Pratensis sieht noch relativ gut aus. Was sagst du dazu? Tja, also ein satt dunkelgrüner Rasen ist das nicht. Ne? Ja, toll. Ja, lieber Rasenwüchs, schreibt mal gerne in die Kommentare, also eure Sichtweisen. Ich freue mich schon sehr auf den Herbst, ich freue mich schon sehr auf meinen zweiten Teil von meinem Greenkeeper-Seminar. Da geht es nämlich gerade um das Thema Düngung und es geht um die Disturbance-Theorie, um genau diesen Ansatz. Also ich bin sehr gespannt, im Herbst geht es los, im Oktober. Kommt jetzt bei der Teil. Und im nächsten Jahr wird dann vielleicht tatsächlich alles anders. Ja, man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Tschüss, macht's gut.